Nächster Redner hier in der Debatte ist jetzt der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin dem Bundestagspräsidenten dankbar, dass er Gregor Gysi daran erinnert hat, dass wir bei Debatten über den Bundespräsidenten in diesem Parlament korrekt zitieren müssen. Das erscheint wie ein leichtes Vergehen, ein Kavaliersdelikt, hat aber enorme Konsequenzen. Denn wenn die erste Reihe falsch zitiert, dann fühlt sich die zweite und die dritte Reihe ermuntert, so richtig zuzuschlagen. Und das, Herr Gysi, hat ein Kollege von Ihnen aus dem Brandenburgischen Landtag getan. Wir konnten heute lesen in der Zeitung, was er bei Facebook gepostet hat. Er schreibt zu Joachim Gauck: Manche bleiben sich treu, andere werden Bundespräsident und widerliche Kriegshetzer. Meine Damen und Herren, eine so unglaubliche Schmähkritik am Bundespräsidenten habe ich noch nie gelesen. Nun will ich Ihnen mal sagen, Kollegen von der Linkspartei, warum wir Sozialdemokraten sensibel reagieren, wenn demokratisch gewählte Staatsoberhäupter oder Staatspräsidenten mit einer solchen Schmähkritik überzogen werden. Denn das war die Strategie der Nazis in der Weimarer Republik gegen Reichspräsident Ebert. Und nun ist ganz klar, dass ich Sie damit nicht in Verbindung bringen will. Und sowas würde Gregor Gysi selber auch niemals tun. Aber durch Ihre demagogische Verdrehung der Äußerungen des Bundespräsidenten legen Sie die Grundlage für solche unglaublichen Entgleisungen. Meine Damen und Herren, diese Bundesregierung ist seit 6 Monaten jetzt im Amt. Und ich finde, was die Koalition in dieser Zeit umgesetzt hat, das kann sich sehen lassen. In der letzten Sitzungswoche war es das Rentenpaket. In dieser Woche ist es die Reform der erneuerbaren Energien. Und in der nächsten Woche kommt der gesetzliche Mindestlohn. Wir haben in den ersten 6 Monaten viel geleistet, was uns voranbringt. Und dabei geht es immer um eine ganz klare Leitlinie bei dieser Politik. Es geht darum, alles dafür zu tun, dass wir unsere Wirtschaftskraft erhalten, unseren Wohlstand sichern und gleichzeitig dafür sorgen, dass alle Menschen an diesem Wohlstand teilhaben können. Und ich denke, wir haben auch bei schwierigen und kontroversen Themen deutlich gemacht, dass wir vernünftig zusammenarbeiten können. CDU, CSU und SPD sind ja nicht auf die Welt gekommen, um eine große Koalition zu bilden. Wir sind auch keine Wunschpartner, aber wir sind trotzdem in der Lage, den Willen und die Fähigkeit zum Kompromiss zu zeigen. Und dafür möchte ich mich bei Volker Kauder, bei Gerda Hasselfeld und bei den Kollegen von der Unionsfraktion ganz herzlich bedanken für diese Zusammenarbeit, mit der wir schon eine ganze Menge erreicht haben. Auch beim Bundeshaushalt 2014. Wir haben gezeigt, dass wir einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Und wir haben es geschafft, eine Deckungslücke von 3 Milliarden Euro ohne weitere Schulden zu schließen. Das ist auch ein starkes Signal dafür, dass wir 2015 es schaffen werden, einen voll ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Denn eine Haushaltspolitik zu Lasten der jungen Generation, die darf es in Zukunft nicht mehr geben, meine Damen und Herren. Morgen wird der Europäische Rat eine Entscheidung treffen oder vorbereiten über einen Vorschlag für die Spitze der Europäischen Kommission. Es ist gut, dass sich jetzt eine Lösung abzeichnet, die das Ergebnis der Europawahl widerspiegelt. Weil die extremen Ränder
des Europäischen Parlaments stärker geworden sind, brauchen wir jetzt eine starke proeuropäische Koalition im Zentrum. Niemand will und niemand kann wollen, dass Großbritannien die EU verlässt, aber es kann auch kein Vetorecht gegen erfolgreiche Spitzenkandidaten geben. Dass sich das Parlament ungefragt zu Wort gemeldet hatte, als der EVP-Spitzenkandidat demontiert zu werden drohte, das war nicht anmaßend, sondern das war völlig in Ordnung, denn am Ende, wenn es am Ende nicht ohne das Parlament geht, dann muss das Parlament auch am Anfang schon mitreden können. Das EU-Parlament hat die Gunst der Stunde genutzt und deshalb ist es gestärkt aus diesem Konflikt hervorgegangen. Egal ob Gesetzgebung oder Haushaltsaufstellung, dieses Parlament hat sich in den vergangenen Jahrzehnten Schritt für Schritt seine Zuständigkeiten hart erkämpft. Was jetzt noch fehlt, ein Initiativrecht für Gesetze und ein Vorschlagsrecht für den Kommissionspräsidenten, das muss in Zukunft auch noch kommen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, Fortschritte bei der Vertiefung der Europäischen Union werden nur gelingen, wenn das direkt durch die Unionsbürger legitimierte Parlament in Zukunft weiter gestärkt wird. Meine Damen und Herren, 10 Millionen Wähler haben in Europa rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien gewählt. Das darf uns nicht kalt lassen. Deshalb darf es bei dem Gipfel jetzt nicht nur um die Person des Spitzenkandidaten gehen, sondern wir brauchen eine Reformagenda mit klaren Maßnahmen für die nächsten 5 Jahre, ein Programm, das die Wirtschaftskrise überwindet und das endlich die horrende Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union beseitigt. Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass einer ganzen Generation in Europa die Zukunft verstellt wird, meine Damen und Herren. Europa kann nur funktionieren, wenn es wirtschaftlich erfolgreich ist. Darauf hat die Bundeskanzlerin hingewiesen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass Italien, Spanien und Frankreich auf einen Wachstumskurs zurückkehren. Das ist diesen Ländern bisher nicht gelungen. In diesen Ländern ist das Defizit nach wie vor hoch. Und es fehlt nach wie vor an durchgreifenden Reformen, wie wir sie hier zum Beispiel in Deutschland unter Bundeskanzler Gerhard Schröder auf den Weg gebracht haben. Die schlechte wirtschaftliche Lage führt zu politischer Instabilität. Dass nach dem Europawahlergebnis nicht mehr ausgeschlossen werden kann, dass die nächste französische Präsidentin in 2 Jahren Marine Le Pen heißt, das halte ich für eine politische Katastrophe. Wie soll die deutsch-französische Achse im Zentrum der Europäischen Union funktionieren mit einer rechtsextremen Präsidentin? Das kann sich kaum einer vorstellen. Und deshalb muss uns sehr daran gelegen sein, dass Frankreich und Italien sich wirtschaftlich wieder erholen. Wir sind uns darüber einig, dass das auf der Grundlage des Stabilitätspaktes geschehen muss. Denn dieser Stabilitätspakt ist nicht nur ein Stabilitätspakt, sondern er ist auch ein Wachstumspakt. Er wurde 2005 so angepasst, dass den reformwilligen Ländern geholfen werden kann. Deshalb wollen und brauchen wir keine Änderungen an diesem Stabilitätspakt. Der Pakt enthält alle notwendige Flexibilität, um mit einer wachstumsfreundlichen Konsolidierung zugleich den Haushalt sanieren und Wachstum fördern zu können. Und genau diese Möglichkeiten sollen jetzt besser ausgeschöpft werden. Die Grundidee dahinter ist so einfach wie richtig. Wir gewähren mehr Zeit zum Abbau der Defizite, aber Zug um Zug gegen verbindliche Strukturreformen. Diese Reformen müssen dann aber auch wirklich kommen. Die Zeit kommt von selbst, aber die Reformen kommen nicht von selbst, sondern solche Strukturreformen erfordern enorme politische Anstrengungen. Und da kann ich nur sagen, wir Sozialdemokraten wissen, wovon wir reden.
Frankreich ist unser wichtigster Wirtschafts- und Handelspartner. Italien ist ähnlich wichtig für uns. Wenn es diesen beiden Ländern auf Dauer schlecht ginge, dann würde das auch an uns nicht spurlos vorübergehen. Deshalb liegt es in unserem eigenen Interesse, alles dafür zu tun, dass diese beiden Länder wieder auf die Beine kommen. Europa muss wieder gemeinsam wachsen. Das ist die Linie dieser Bundesregierung. Auch nach der erfolgreichen Wahl ist eine friedliche, stabile Entwicklung in der Ukraine immer noch nicht gewährleistet. Ich danke dem Außenminister und der Bundeskanzlerin, dass sie unermüdlich aktiv sind, um den Waffenstillstand, um die Waffenruhe in der Ukraine aufrechtzuerhalten und um eine friedliche Entwicklung in diesem Lande zu gewährleisten. Das ist eine Außenpolitik, in der sich die ganzen Koalitionsfraktionen uneingeschränkt wiederfinden. Im Nahen Osten ist jetzt eine Terrorgruppe entstanden, vor der sich die ganze Welt fürchtet. Die Region zwischen Syrien und Irak droht zu einem Schlachtfeld von Gotteskriegern und religiösen Fanatikern zu werden, wie es Frank-Walter Steinmeier formuliert hat. Der große Zulauf zur islamistischen Bewegung ISIS ist die Folge einer verfehlten Innenpolitik der Regierung Maliki. Sie hat sunnitische Minderheiten ausgegrenzt und diskriminiert, und dann kam auch der Syrienkrieg noch hinzu als ein weiterer Katalysator. Aber das ist auch eine fatale langfristige Folge des völlig verfehlten Irakkrieges von 2003 und der anschließenden Politik der Bush-Administration. Der US-Einmarsch in 2003 hat den Menschen im Irak keinen Frieden gebracht, sondern er hat eine Region langfristig destabilisiert. Das sind die Konsequenzen. Wir haben uns damals zu Recht gegen die Teilnahme am Irakkrieg entschieden, und auch heute gibt es für Deutschland im Irak keine militärische Option. Ich danke der Bundeskanzlerin, dass sie das klargestellt hat und dass unsere Aufgabe es ist, stabile politische Lösungen zu fördern. Verantwortung sollten wir dort übernehmen, wo wir sehr konkret gefragt sind, und das ist das Engagement für die vom Bürgerkrieg betroffenen Menschen. Immer mehr Menschen kommen nach Deutschland. Sie wollen hier arbeiten und suchen Schutz vor Krieg und politischer Verfolgung. Im letzten Jahr gab es in Deutschland 120.000 Asylbewerber. In diesem Jahr werden es vielleicht bis 200.000. Hinzu kommen, wie im letzten Jahr, wahrscheinlich 400.000 Einwanderer. Weltweit haben wir im Augenblick die höchsten Flüchtlingszahlen. Und der UNHCR hat auch festgestellt, dass in Deutschland die meisten Asylanträge gestellt werden. Und in Europa nimmt Deutschland auch die meisten Flüchtlinge aus Syrien auf. Das ist jetzt überhaupt kein Grund, uns stolz auf die Schulter zu klopfen. Aber was wir jetzt auf gar keinen Fall gebrauchen können, ist eine parteipolitische Polarisierung in der Flüchtlingsfrage, meine Damen und Herren. Gerade mit Blick auf die wieder ansteigenden Gewalttaten, rechtsextremistischen Straftaten gegen Flüchtlinge haben wir alle miteinander eine große Verantwortung dafür, dass die Flüchtlinge in Deutschland auf- und angenommen werden. Wir müssen die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Akzeptanz von Asylbewerbern und Flüchtlingen schaffen, zum Beispiel indem wir ihnen angemessene Unterkünfte verschaffen oder für eine rasche Arbeitserlaubnis sorgen. Aber vor allem gehört zu einer verantwortlichen Flüchtlingspolitik, dass wir uns nicht überall gleichmäßig anstrengen, sondern dass wir dort am stärksten helfen, wo die Not am größten ist, meine Damen und Herren. Deshalb danke ich der Innenministerkonferenz, dass Bund und Länder ihr Aufnahmeprogramm für Syrer, vor allem im Bereich des Familiennachzuges, noch einmal deutlich erhöht haben. Denn in Syrien herrscht die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit. Das allerdings ist auf dem Westbalkan anders. Trotz der teilweisen Diskriminierung mancher Bevölkerungsgruppen, die es dort zweifellos gibt, mit Serbien laufen EU-Beitrittsverhandlungen, mit Mazedonien hat
haben wir ein Land mit Kandidatenstatus. Bosnien-Herzegowina hat ein Assoziierungsabkommen. In diesen Ländern haben wir andere Möglichkeiten, die Menschenrechte durchzusetzen, als den Betroffenen ein aussichtsloses Asylverfahren in Deutschland anzubieten, meine Damen und Herren. Es kann doch nicht sein, dass wir die Menschenrechtsprobleme bei EU-Anwärtern mit Hilfe des deutschen Asylrechts lösen. Da müssen wir anders eingreifen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn wir Asylbewerbern, die mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihren Heimatländern keiner politischen Verfolgung ausgesetzt sind, schneller eine Antwort auf ihren Asylantrag geben können. Und deshalb appelliere ich auch an die Grünen, lassen Sie uns gemeinsam für Akzeptanz für Flüchtlinge werben und ihnen schneller die Möglichkeit geben, in Deutschland zu arbeiten. Aber lassen Sie uns auch gemeinsam Prioritäten setzen, um bei denjenigen, deren Asylanträge aussichtslos sind, keine falschen Hoffnungen zu wecken. Meine Damen und Herren, zu einer erfolgreichen Integrationspolitik gehört auch ein klares Signal an die Menschen, die mit zwei Staatsbürgerschaften in Deutschland leben. Wir wollen junge Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, nicht mehr zwingen, sich als Deutsche gegen die Heimat und die Herkunft ihrer Eltern und Großeltern zu wenden. Deshalb ist die Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft ein großer Schritt in der Integrationspolitik. Er ist längst überfällig, denn Deutschland braucht ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht. Für die doppelte Staatsbürgerschaft gibt es auch inzwischen eine breite gesellschaftliche Zustimmung. Deshalb appelliere ich auch hier an die Grünen, lassen Sie uns diesen bedeutenden Schritt in der Einwanderungs- und Integrationspolitik gemeinsam gehen. Meine Damen und Herren, die Koalition hat vereinbart, dass der Bund 2015 die Finanzierung des BAföG vollständig übernehmen wird und die Länder so mehr Geld für Investitionen in Bildung haben. Das ist eine wichtige Entscheidung, denn wir alle teilen die Grundüberzeugung, Bildungschancen dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Das war die Überzeugung. War die Überzeugung von Willy Brandt, als er 1971 das Bundesausbildungsförderungsgesetz einführte. Und dieser Satz ist auch heute noch das Fundament unserer Bildungspolitik. Willy Brandt reagierte damals auf die deutsche Bildungskatastrophe, die der Pädagoge Georg Picht Ende der 60er Jahre ausgerufen hatte. Pichts Analyse war: zu wenig Abiturienten, zu wenig Studenten und kaum Aufstiegschancen im dreigliedrigen Schulsystem. Und er prophezeite damals, der bisherige wirtschaftliche Aufschwung wird ein rasches Ende nehmen, wenn uns die qualifizierten Nachwuchskräfte fehlen. Wenn das Bildungswesen versagt, ist die ganze Gesellschaft in ihrem Bestand bedroht. Meine Damen und Herren, das BAföG war eine wegweisende sozialpolitische Antwort auf Pichts alarmierenden Befund. Heute haben wir weitaus mehr Studienanfänger als zur damaligen Zeit. Insofern hat das BAföG etwas bewegt. Aber immer noch gilt, der Bildungserfolg in Deutschland ist abhängig von der sozialen Herkunft der jungen Menschen, die in keinem anderen industrialisierten Land auf dieser Welt die Chance für Akademikerkinder ein Abiturzeugnis zu machen, ist in vielen Ländern sechsmal höher als die Chance von Arbeiterkindern. Und ich finde, da können wir nicht gleichgültig sein. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass in Deutschland Bildung gleichsam schichtenspezifisch vererbt wird. Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, finde ich, ist das ein großer Fortschritt, dass sozialer Aufstieg durch BAföG künftig nicht mehr von der Kassenlage der Bundesländer abhängig ist, dass wir das als Bund allein entscheiden können, was da passiert. Der Bund kann und wird das BAföG selbstständig erhöhen, und diese Länder können das Bildungssystem an den Stellen verbessern, wo am stärksten über die Chancen unserer Kinder entschieden wird, nämlich im frühkindlichen Bereich, in der frühkindlichen Bildung, bei den Kitas, bei den Grundschulen, bei den Ganztagsschulen. Da müssen wir ansetzen.
Und lieber Toni Hofreiter, in Bremen fallen nicht nur 2 Millionen Euro für Kita ab. Aus dem BAföG-Kompromiss bekommt das Land Bremen 20 Millionen Euro Entlastung. Und das jedes Jahr. Und die können jetzt gezielt für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem eingesetzt werden. Sagen Sie das bitte Ihrer Finanzsenatorin. Wir haben in der Koalition außerdem vereinbart, dass der Bund und die Länder bei Hochschulen wieder miteinander kooperieren können. Das ist auch ein wichtiger Fortschritt. Dadurch wird das Glas halb voll. Ganz voll wird es erst, wenn der Bund auch die Schulbildung mittragen kann. Auf Dauer muss deshalb das Kooperationsverbot für den Schulbereich fallen. Das ist unsere tiefe Überzeugung. Millionen Menschen freuen sich in Deutschland auf den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro. Für viele bedeutet er die größte Lohnerhöhung ihres Lebens. Der Mindestlohn stärkt die Kaufkraft und sorgt für fairen Wettbewerb. Damit haben wir erstmals eine Schranke nach unten eingezogen. Von dieser Schranke aus geht der Blick nicht mehr nach unten, sondern nur noch nach oben. Das ist für viele Menschen eine ganz spürbare Veränderung in ihrem Leben, in ihrem Alltags- und Erwerbsleben. Und genau das wollen wir, und das ist auch eine Grundidee der sozialen Marktwirtschaft, alle müssen die Möglichkeit haben, durch eigene Arbeit und Anstrengung ihren Lebensunterhalt zu verdienen, statt sich am Ende des Monats beim Sozialamt anstellen zu müssen, meine Damen und Herren. Diese Koalition, meine Damen und Herren, tritt ein für ein Land mit freien und gleichberechtigten Bürgern, für ein weltoffenes Land, dem es wirtschaftlich gut geht. Alle sollen die Chance haben, aus eigener Kraft, aus ihrem Leben etwas zu machen, die Zugewanderten genauso wie diejenigen, die hier bereits leben. Wir wollen keine segmentierte Gesellschaft, in der die Besitzstandswahrer nur auf den Halt ihrer Freunde bedacht sind, sondern wir wollen eine Gesellschaft, in der Integration und Aufstiegsmöglichkeit selbstverständlich sind, eine Gesellschaft, in der jeder und jede zum Wohlstand beitragen und an ihm teilhaben kann, eine Gesellschaft, in der jeder von Stabilität und Sicherheit profitieren kann. Wir wollen eine offene Gesellschaft und ein modernes Deutschland. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Oppermann, hat gleich zu Beginn seiner Rede klargestellt, die Koalition mit der CDU-CSU sei keine Wunschkoalition gewesen. Aber CDU-CSU und SPD seien in der Lage und hätten die Fähigkeit, dieses Land gemeinsam zu regieren. In der Folgezeit hat er dann verschiedene Punkte aufgegriffen. In der Mitte seiner Rede hat er noch mal klargestellt, dass die aktuelle Diskussion über eine Aufweichung des Stabilitätspaktes so nicht stimmen könne. Die Sozialdemokraten seien für den Stabilitätspakt. Das Einzige, was Sigmar Gabriel und die Sozialdemokraten forderten, sei mehr Flexibilität bei der Umsetzung.